Guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Klagemauer-Sendung hier aus dem Studio St. Gallen. Warum Rezession und Eurocrash vorhersehbar sind? Unser Geldsystem zu verstehen ist nicht allzu schwierig, die unglaublichen Fakten zu glauben schon eher. Alles Geld entsteht durch Kredite. Es wird nicht, wie die meisten Menschen glauben, von staatlichen Nationalbanken herausgegeben, sondern von privaten Banken, zum Beispiel ihrer Hausbank, quasi aus der Luft erschaffen, indem es verliehen wird. Die Zinsen und Zinseszinsen werden aber nicht miterschaffen. Verschuldete Menschen oder Unternehmen müssen diese daher ihren wirtschaftlichen Konkurrenten wegnehmen. Nur deshalb müssen die Unternehmen ständig wachsen, Mitarbeiter entlassen, die Preise erhöhen und bei der Qualität einsparen. Alle Staaten müssen wegen der Überschuldung Volksvermögen verkaufen, bei der Bildung und bei den Sozialausgaben kürzen und laufend die Steuern erhöhen. Der angehäufte Zinseszins belastet die Preise in Europa schon mit rund 40%, das heißt jeden Haushalt durchschnittlich mit jährlich 10.000 Euro. Und fließt unaufhörlich von fleißig nach reich. So werden die reichsten 5% der Menschen immer reicher und die anderen immer ärmer. Und immer mehr Geld fließt von der realen Wirtschaft in die Spekulation, weil dort scheinbar höhere Renditen zu erzielen sind. Alle 60 bis 70 Jahre wachsen Schulden und Geldvermögen dann immer schneller und schneller, sodass die Staaten und dann die Privathaushalte total überschuldet sind. Dann folgt, wie es immer war, eine Rezession und infolge von Konjunkturprogrammen entstehen noch mehr Schulden. Diese Abwärtsspirale endet im Staatsbankrott und dieser wiederum nicht selten im Krieg. Unser Geldsystem zu verstehen ist nicht allzu schwierig. Die unglaublichen Fakten zu glauben schon eher. Ich hoffe, Sie morgen wieder bei uns begrüßen zu dürfen und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Herzlich willkommen bei Klagemauer TV. Seit 5 Jahren steht die amerikanische Investmentbank Goldman Sachs für sämtliche Exzesse und Entgleisungen der Finanzspekulation. Durch hochspekulative Geschäfte mit der Zahlungsunfähigkeit der amerikanischen Privathaushalte konnte sich die Bank an der aktuellen Finanzkrise bereichern und wurde dank ihrer politischen Verbindung selbst vor dem Bankrott bewahrt. Goldman Sachs ist mehr als eine Bank. Sie ist ein unsichtbares Imperium, dessen Vermögen mit 700 Milliarden Euro das Budget des französischen Staates um das Zweifache übersteigt. Sie ist ein Finanzimperium auf der Sonnenseite, das die Welt mit seinen wilden Spekulationen und seiner Profitgier in ein riesiges Casino verwandelt hat. Mit weltweit einzigartigen Verflechtungen und einem Heer aus 30.000 Bankern konnte Goldman Sachs auch in den letzten 5 Krisenjahren kräftige Gewinne einstreichen, seine Finanzkraft weiter ausbauen, seinen Einfluss auf die Regierung stärken und sich von Seiten der amerikanischen und europäischen Justiz völlige Straffreiheit zusichern. Das Geschäftsgebaren der Bank ist überaus diskret. Ihr Einfluss reicht weit in den Alltag der Bürger hinein. Vom Facebook-Börsengang über die Ernennung des Präsidenten der Europäischen Zentralbank bis hin zur Lobbyarbeit gegen die Regulierung des Finanzsektors. Herzlich willkommen bei Klagemauer TV. Schuldenkrise Island, ein Fanal für die Freiheit, Bankenrettung gescheitert, das Volk setzt sich durch. Nachdem im Jahr 2008 die isländische Staatsfinanzen infolge der Verstaatlichung der verschuldeten Banken Landsbanki, Kaupthing und Glitnir nahezu zusammengebrochen waren, protestierte das Volk gegen die Versuche der Regierung, den Steuerzahler für die Schulden in Haftung zu nehmen. Täglich gab es lautstarke Demonstrationen vor dem Parlamentsgebäude in Reykjavik. Nachdem in einer Volksabstimmung im März 2010 und nochmals im Mai 2012 das Volk bestätigte, dass jegliche Rückzahlungen an die ausländischen Gläubigen abgelehnt werden, gab die Regierungskoalition eine Untersuchung in Auftrag, um die juristischen Verantwortlichen der Schuldenkrise zu ermitteln.
9 Banker aus der Rothschild-Rockefeller-Fraktion und führende Wirtschaftsvertreter, die in die riskanten Transaktionen verwickelt waren, wurden festgenommen. Als auch Interpol eingeschaltet wurde, verließen Banker und Geschäftsleute, denen es mulmig wurde, in Scharen die Insel. So hat sich das isländische Volk aus der Schuldenfalle befreit. Warum wohl berichten unsere Medien nicht über dieses außergewöhnliche Geschehen? Anleitung zum Abzocken. Heute zeigen wir euch verschiedene Methoden, die ihr dazu benutzen könnt, mal so richtig abzuzocken. Methode Nummer 1. Die einfachste und primitivste Abzockmethode ist die direkte persönliche Konfrontation. Bedrohe einfach jemanden, am besten mit einer Waffe, und sage, dass er sein Geld und seine sonstigen Wertgegenstände rausrücken soll. Diese Methode ist zwar recht beliebt und funktioniert mehr oder weniger ganz gut, aber sie hat auch einige Nachteile. Zum Beispiel ist es für den Abzocker ganz schön riskant, jemanden persönlich zu konfrontieren. Sicher kann man sich immer die kleineren und schwächeren Opfer heraussuchen, aber man weiß ja nie, ob sie vielleicht bewaffnet sind. Außerdem besteht bei dieser direkten Methode das Risiko, dass dich das Opfer wiedererkennt oder ein Zeuge verpfeift dich bei der Polizei. Dann wirst du aufgespürt und festgenommen. Und dann bekommst du die Strafe, die du verdienst. Und das war's. Eine einmalige Sache mit einem unsicheren Ergebnis. Vielleicht erreichst du damit sogar gar nichts. Methode Nummer 2. Eine etwas bessere Abzockmethode ist es, in Häuser einzubrechen, wenn keiner zu Hause ist, und die Wertgegenstände einfach mitzunehmen. Obwohl du immer noch möglicherweise dabei erwischt wirst oder sogar auf gewaltsamen Widerstand stößt, ist das Risiko schon mal viel geringer. Und in einem durchschnittlichen Haus sind wahrscheinlich viel mehr Wertgegenstände, als eine durchschnittliche Person so mit sich herumträgt. Trotzdem ist es immer noch riskant und vielleicht hinterlässt du irgendwelche Spuren, die dir dann später zum Verhängnis werden. Fußabdrücke oder Fingerabdrücke zum Beispiel. Methode Nummer 3. Ein fortgeschrittener Abzocker vermeidet das Risiko gewalttätiger Konfrontationen vollständig. Er täuscht und betrügt seine Opfer lieber, anstatt sie direkt zu bedrohen oder Gewalt gegen sie auszuüben. Du könntest zum Beispiel kleine alte Damen anrufen und sie dazu bringen, ihre Kreditkartennummer rauszurücken. Oder du machst einen Versandhandel auf, bei dem du Vorkasse verlangst und dann einfach mit dem Geld verschwindest. Das persönliche Risiko, vor allem das Risiko von deinem Opfer körperlich attackiert zu werden, ist deutlich geringer. Trotzdem wirst du möglicherweise gefasst und jedes Mal heißt es hopp oder top. Du schnappst dir einfach, was du in die Finger kriegst und gehst das Risiko ein, erwischt zu werden. Jedes Mal wieder aufs Neue. Methode Nummer 4. Die nächste Stufe der Abzocke ist der fortlaufende Betrug. Also eine Methode, mit der du die Leute nicht einmalig ausraubst, sondern immer und immer wieder. Mit den Kreditkartennummern der kleinen alten Damen machst du zum Beispiel keinen Großeinkauf, sondern du begehst kleinere Diebstähle, die sich ständig wiederholen. Eine kleine alte Dame, der du jeden Monat 9,95 € in Rechnung stellst, die als Hilfe für arme Waisenkinder auf ihrer Kreditkartenrechnung erscheinen, wird davon ausgehen, dass das schon richtig so ist. Wenn dir das bei 100 kleinen alten Damen gelingt, dann hast du eine relativ sichere und stetige Einnahmequelle und musst nicht immer wieder neue Verbrechen begehen und dafür jedes Mal neue Risiken in Kauf nehmen. Natürlich gibt es immer noch ein gewisses Risiko, geschnappt und bestraft zu werden. Methode Nummer 5. Eine viel bessere Abzockmethode als alle anderen bisher hier vorgestellten Methoden ist die Geldfälschung. Obwohl man dazu enorme technische und logistische Voraussetzungen braucht, hat die Geldfälschung riesige Vorteile. Zuerst einmal gibt es keine direkten Opfer. Die Opfer werden nicht mal merken, dass sie beraubt wurden. Wenn du Geld fälschst, ist das eigentlich Diebstahl an jeden, der die Währung benutzt. Egal, sie werden den Unterschied nicht nur nicht merken, sondern die meisten Leute verstehen nicht einmal, warum Geldfälschung schlecht sein soll oder wie sie jemandem schadet. Das Risiko, dass sich deine Opfer wegen ihres Schadens an dir rächen, ist nahezu null. Das Risiko, dass sie überhaupt mitbekommen, dass sie ausgeraubt werden, ist auch nahezu null. Auch wenn sie wissen würden, dass du dir dein eigenes Geld druckst, wäre das Risiko nicht viel höher, weil die meisten Leute keine Ahnung davon haben, was Geld ist und wie Währungen funktionieren. Wenn du dir das alles einmal aufgebaut hast, hast du eine lukrative, kontinuierliche Geldquelle mit einem sehr geringen körperlichen Risiko. Natürlich, wenn die Behörden das herausfinden, bist du dran. Aber abgesehen von diesem Risiko ist diese Abzockmethode schon ein kleiner Picasso in der Kunst der Abzocke. Eine unbegrenzte Quelle für Vermögen für dich allein, ohne arbeiten zu müssen. Und die Opfer werden niemals wissen, wer sie abgezockt hat. Besser gesagt, sie werden sogar niemals wissen, dass sie überhaupt abgezockt wurden. Besser geht's eigentlich gar nicht. Methode Nummer 6.
Die nächste Stufe der Abzocke ist nur etwas für richtig anspruchsvolle, soziopathische Abzocker, die nicht nur gnadenlos abzocken wollen, sondern auch Macht über andere Menschen ausüben wollen. Auch diese Methode besteht in der Geldfälschung. Aber anstatt Geld einfach nur zu drucken und sich dann damit Sachen zu kaufen, druckst du das Geld und verleihst es dann an andere. Auf den ersten Blick erscheint das widersprüchlich. Warum solltest du das tun, wenn du sowieso schon so viel Geld drucken kannst, wie du willst? Nehmen wir einmal an, dass du hunderte Millionen von Dollars druckst und sie hunderten verschiedenen Leuten leihst. Jeder einzelne dieser Leute wird das Gefühl haben, in deiner Schuld zu stehen, weil du ihm einen Gefallen getan hast. Ab diesem Zeitpunkt werden sich diese Leute selbst jeden Monat ausrauben, um dir einen Haufen Geld zu geben. Die Ironie dabei ist, dass sie sich selbst als Abzocker sehen, wenn sie bei deinen Verbrechen nicht mitmachen. Die Vorstellung davon, dass diese Schuld wirklich existiert, existiert ja nur in ihrer Fantasie. Aber es geht noch weiter. Du solltest so viel von deinem Falschgeld verleihen, bis du dir ganz sicher bist, dass viele deiner Schuldner diese Schulden nicht mehr zurückzahlen können. Warum? Ganz einfach. Wenn die Leute wegen ihrer künstlichen Schulden pleite gehen, kannst du ganz offen und problemlos ihre Häuser, ihre Autos und ihr sonstiges Eigentum einsammeln. Durch Zwangsversteigerung. Und sie werden sich dabei schlecht fühlen, so als wären sie die schlechten Menschen, weil sie ihre Raten nicht mehr bezahlen können. Du kannst ihnen also ganz offen alles stehlen, was sie haben. Und gleichzeitig werden sie sich auch noch bei dir dafür entschuldigen, dass sie dir nicht noch mehr geben können, weil sie sich schämen. Besser geht's einfach nicht. Und je mehr du mit dieser Methode stiehlst, desto besser kannst du den ganzen Betrug noch weiter vergrößern. Es gibt wirklich keine Grenzen. Wenn alles gut geht, kannst du fast jeden auf dieser Welt dazu bringen, das Gefühl zu haben, bei dir in der Schuld zu stehen. Und wenn alle pleite gehen, gehört dir wortwörtlich die ganze Welt. Und die meisten deiner Milliarden von Opfern werden keinerlei Ahnung haben, was passiert ist. Sie werden dir als armselige Sklaven dienen, mit denen du machen kannst, was du willst. Du sadistischer, größenwahnsinniger, soziopathischer Dreckskerl. Methode Nummer 7. Methode Nummer 6 ist schon so ausgezeichnet, dass es nur noch einen Weg gibt, um sie noch weiter zu perfektionieren. Das einzige Risiko besteht noch darin, dass die Behörden deine Pläne bemerken und dich schnappen, bevor du dich mitsamt deinen unrechtmäßig erworbenen Vermögen in ein Land absetzt, das kein Auslieferungsabkommen mit deinem Land hat. Um auch dieses Risiko wegzubekommen, musst du in Methode Nummer 7 nur noch den letzten Schritt gehen und die Politiker bestechen, damit sie deine Verbrechen legalisieren. Wenn dein massiver, permanenter Betrug legalisiert ist, wird dir die Regierung sogar ihre Söldner zur Verfügung stellen, um dich gegen deine Opfer zu schützen. Nur für den Fall, wenn sie merken, was du ihnen antust. Wenn das passiert ist, dann bist du der größte Abzocker der Welt. Aber leider wirst du das nicht schaffen. Du wirst niemals zum Superabzocker, dem am Ende alles gehört. Warum nicht? Weil es schon niemanden gibt, der das geschafft hat. In den USA heißt sie Federal Reserve. Sie besitzt den Kongress, der ihren Betrug 1913 legalisiert hat. Seitdem hat sie den Menschen durch ihr politisch gedecktes Mindestreservesystem, nur ein lustiger Name für legalisierte Geldfälschung, dermaßen viel gestohlen, wie du es dir kaum vorstellen kannst. Dieses Verbrechen ist so perfekt, dass die Federal Reserve es direkt vor den Augen der Öffentlichkeit begehen kann und dabei alle Einzelheiten ihrer Methode preisgibt. Und es ist immer noch so, dass die große Mehrheit der Opfer keine Ahnung hat, was passiert ist. Die meisten haben noch nicht mal gemerkt, dass überhaupt was Schlechtes passiert ist. Aber wenn irgendwas, dieses Video zum Beispiel, sich verbreitet, sodass die Opfer dieses riesigen Betrugs beginnen zu verstehen, was ihnen angetan wird, dann werden wir sehen, was passiert. Geld regiert die Welt. Wer aber eigentlich regiert das Geld? Jeder strebt nach Geld, geht dafür arbeiten, möchte es erlangen und besitzen. Ein großer Teil unseres Lebens dreht sich um Geld. Aber nur ein eingeweihter Kreis weiß, wie Geld entsteht. Wussten Sie, dass jeder Geldschuld ein entsprechendes Geldguthaben in gleicher Höhe gegenübersteht? Beispielsweise hatte laut Bundesverwaltung im Jahre 2011 jeder Einwohner der Schweiz ca. 30.000 Schweizer Franken öffentliche Schulden. Das bedeutet, Bund, Kantone, Gemeinden und Sozialkassen haben insgesamt 427 Milliarden Schweizer Franken Schulden. Für diese Schulden müssen Sie als Bürger
und daher kommt das Wort Bürger, Bürgen. Sie sind also indirekt der Schuldner und somit verantwortlich für die Rückzahlung und vor allem für die Zinszahlung. Zinsen zahlen Sie über Steuern, Abgaben, Gebühren, Strafzinsen, Mahngebühren und auch Bußen. Wussten Sie, dass Sie für jede Ware, die Sie kaufen, indirekt Zinsen bezahlen? Denn der jeweilige Hersteller überträgt seine eigenen Zinskosten, resultierend aus seinen Betriebsschulden, die er bei der Bank hat, auf den Preis. Der Zinsanteil zum Beispiel in Deutschland beträgt bei der Müllabfuhr 12%, bei der Stromerzeugung 38% und beim sozialen Wohnungsbau nahezu 80%. Wussten Sie zum Beispiel, dass Deutschland 25% seiner Steuereinnahmen für Zinszahlungen der vorangegangenen Kredite aufwenden muss? Sie merken also, Kredit und die daraus erfolgende Zinsbelastung tangiert Ihr Leben viel mehr, als Sie es sich bewusst waren. Auch wenn Sie persönlich gar keinen Kredit aufgenommen haben. Nun weitere wichtige Aspekte übers Geld. Die landläufige Meinung sagt, lassen Sie Ihr Geld arbeiten. Die Wahrheit ist, Geld arbeitet nicht. Arbeiten können nur Menschen und Maschinen. Alle Macht geht vom Volk aus. Die Wahrheit ist, de facto geht alle Macht vom Geld aus. Geld wird vom Staat einfach gedruckt und beliebig erzeugt. Die Wahrheit ist, nur 2% des sich im Umlauf befindlichen Geldes sind vom Staat geschaffene Münzen und Noten. Wie kommen die restlichen 98% des Geldes zustande? Die Antwort: Geld kommt nur und das ausnahmslos über Kredite zustande. Das bedeutet, die Banken lassen über die jeweiligen Noten und Nationalbanken Geld entstehen, indem sie Kredite an Staaten, Privatpersonen und Firmen gewähren. Und dieses Geld verschwindet wieder, wenn der Kredit zurückbezahlt wurde. Die Praxis zeigt aber, dass Kredite in den wenigsten Fällen zurückbezahlt werden. Denken Sie an die Hypotheken in der Schweiz. Die erste Hypothek wird in der Regel nicht zurückbezahlt. Denken Sie an Staatsschulden. Auch diese werden nicht zurückbezahlt, sondern ein neuer, höherer Kredit wird aufgenommen, um den alten Kredit, oft sogar noch mit aufgelaufenen Zinsen, zurückzuzahlen. Wenn ein Staat also mehr Geld braucht, man nennt das auch Neuverschuldung, leiht er sich das Geld bei der Bank gegen Zinsen. Die Zinsen aber zahlen, wie eingangs erwähnt, Sie. Unser Finanzsystem erlaubt es den Banken, nahezu unbegrenzt Kredite zu vergeben. Man nennt dies ein fraktionelles Kreditsystem. Die Fraktion zur Kreditvergabe ist Ihre Einlage oder Ihre verpfändete Sicherheit bei der Bank. Aufgrund dieser Ihrer Einlage oder Verpfändung kann die Bank bei der jeweiligen Noten- oder Nationalbank das bis zu 9-fache an neuem Kredit schöpfen und gegen Zinsen verleihen. Man nennt diese leistungslose Kreditschöpfung auch Fiat Money. Es werde Geld. Und zwar aus nichts. Das bewirkt aber, dass die Geldmenge sich mehr und mehr von der Realwirtschaft abkoppelt und irgendwann den Zusammenbruch des Systems verursacht. Diesen Zusammenbruch versucht man momentan, zum Beispiel in Griechenland, mit allen Mitteln aufzuhalten. Hunderte von Milliarden wurden in den letzten Monaten nach Griechenland gepumpt, um Griechenland zu retten. Wissen Sie, wo all dieses Geld angekommen ist? Es wurde gleich tags zurücküberwiesen an die Gläubigerbanken, die Griechenland in guten Zeiten Geld geliehen hatten. Die Bevölkerung hat von diesem Geld gar nichts gesehen. Ihnen geht es viel schlechter als vor der Krise. Die Arbeitslosigkeit ist explodiert. Löhne, Gehälter, Renten wurden bis zu 30% gekürzt. Mütter verkaufen ihre Kinder, da sie sie nicht mehr ernähren können. Väter begehen Selbstmord, weil sie ihre Familien nicht mehr durchbringen. Junge Leute verlassen das Land, weil bereits 50% aller Jugendlichen arbeitslos sind. Niemand hat mehr Geld zum Konsumieren, obwohl Hunderte von Milliarden nach Griechenland geflossen sind. Dies zeigt uns eines. Wenn Kredite über neue Kredite zurückbezahlt werden, ist es das gleiche, wie wenn ich einen Hausbrand mit Benzin lösche.
da ja die zurückzubezahlende Kreditsumme weiter steigt und die Zinszahlungsbelastung für die Bevölkerung unerträglich wird. Die Frage stellt sich nun, wer profitiert eigentlich von diesen immensen Zinszahlungen? Wussten Sie, dass ein bekannter amerikanischer Journalist namens William Dean A. Garner, der auch für die New York Times schreibt, in jahrelanger Recherche herausfand, dass fast alle National- und Notenbanken, auch die Schweizer Nationalbank, von einer einzigen privaten Familie kontrolliert werden? Wussten Sie, dass die größte Notenbank der Welt, die Federal Reserve Bank, ein unabhängiges, unkontrolliertes Unternehmen ist, welches 8 Privatfamilien gehört? Wussten Sie, dass bei diesen Familien nahezu alle Geldvermögen dieser Welt deponiert sind? Wussten Sie, dass ein großer Teil aller Zinszahlungen dieser Welt bei diesen Familien ankommen? Der Milliardär Bill Gates erscheint wie ein Almosenempfänger gegen den Reichtum dieser Leute, die Präsidenten ein- und absetzen, Kriege anzetteln, Umstürze finanzieren, von wegen Geld regiert die Welt und dabei aber immer im Hintergrund bleiben. Wenn sich das so verhält, wer hat versucht, die Dominanz dieser regierenden Familien zu durchbrechen? In der Executive Order Nummer 11110 beschloss ein amerikanischer Präsident namens John F. Kennedy, der Federal Reserve Bank das Recht zu nehmen, Geld aus nichts zu kreieren. Er wollte die Kreditschöpfung zurück in staatliche Hand bringen. Er bezahlte diesen Versuch mit seinem Leben. Der nachfolgende Präsident Lyndon B. Johnson hob nach seiner Amtseinführung diesen Erlass sofort wieder auf. Es gab und gibt auch Noten- und Nationalbanken, die sich weigern, von diesen Familien kontrolliert zu werden. Hierzu ein Zitat aus der amerikanischen freien Presse. Einige Aufklärer heben hervor, dass der Iran eines von 3 verbliebenen Ländern ist, deren Zentralbank nicht unter der Kontrolle der Familie Rothschild ist. Vor dem 11. September 2001 gab es nachgewiesenermaßen 7 unabhängige Notenbanken. Afghanistan, Irak, Sudan, Libyen, Kuba, Nordkorea und Iran. Im Jahr 2003 jedoch wurden Afghanistan und Irak von der Rothschild-Familie geschluckt und im Jahr 2011 war es auch um die Unabhängigkeit von Sudan und Libyen geschehen. In Benghazi, Libyen, wurde eine Rothschild-kontrollierte Notenbank etabliert, während sich das Land noch mitten im Krieg befand. Bezeichnenderweise gelten die oben genannten Staaten nach einem Ausspruch des ehemaligen US-Präsidenten George W. Bush als die Achse des Bösen. Vielleicht können Sie sich unter diesem Gesichtspunkt die Kriege gegen Afghanistan, Irak und Sudan, den Einmarsch nach Libyen sowie die Kriegsvorbereitungen gegen den Iran plausibel erklären. Die Geschichte wiederholt sich. Die gleichen Drahtzieher, oben genannte Familien, welche den Ersten und den Zweiten Weltkrieg einfädelten, haben jetzt bereits durch Kriegsvorbereitungen wieder Vorkehrungen getroffen. Vorkehrungen, damit deren Geldherrschaft über die Notenbanken zu den Privatbanken auch über ihr Leben weiter und unentrinnbar gefestigt wird. Als letzte Bastion des Widerstands soll nun auch Syrien fallen, damit freie Hand gegen den Iran, den Besitzer der weltweit zweitgrößten Erdöl- und Erdgasvorkommen, gewährleistet ist. Wenn überhaupt, dann kann im besten Fall auf dem Weg der Volksaufklärung über diese Zusammenhänge der Beginn des Dritten Weltkriegs vermieden werden. Daher lasst uns erwachen und unser Umfeld über diese Tatsachen informieren. Wenn Geld ein von Menschen geschaffenes System ist, dann wird man es doch bestimmt an die Bedürfnisse der Menschen anpassen können. Die meisten Menschen glaubten, um die Versorgung mit Geld kümmere sich die Regierung. Niemand hinterfragte das System. Hätten alle auf einen Schlag versucht, sich ihren Kontostand auszahlen zu lassen, wäre der Schwindel aufgeflogen. Wenn ein einzelner Mensch viel mehr Geld besitzt, als er zu seinem Privatvergnügen jemals ausgeben konnte, welchen besonderen Genuss kann er dann aus der Welt noch herausholen?
Es war einerlei, welche Partei regierte, denn Fabian beherrschte das Geld, die Finanzen, das Lebensblut der Nation. Macht über die Massen war das ultimative Spiel. Haben auch Sie ein öffentliches Unrecht zu beklagen? Bleiben Sie damit nicht allein. Schreiben Sie noch heute an klagemauer.tv. Klagemauer TV. Nicht gläserne Bürger, gläserne Medien, Politiker und Finanzmogule brauchen wir.